Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Last of Us Part 2. In der letzten Folge waren wir hier und hier sind wir immer noch. Ist krass. Ich weiß. Aber jetzt gehen wir auch mal weiter. Wir müssen dahin, das sieht man gar nicht. Doch, da ganz leicht, man sieht das Riesenrad. Da müssen wir nämlich hin, weil dort ist krass halt, ne? So, was willst du jetzt von mir? Soll ich da hoch? Meinst du kommst da durch? Mal sehen. Ich will da nicht hoch, Mann. Meinst du, was verrückt? Weil, guck mal, da hinten ist doch noch ein Druck. Das ist der falsche Weg. Komme ich da wieder zurück, bitte? Ich wäre gekommen, weißt du. Als ob ich nicht mehr zurückkomme. Scheiße. Ich dachte, du kämpfst mit all dem nicht klar. Ich habe zu Joel aufgesehen. Was ihm passiert ist, war echt scheiße. Außerdem bist du ein Weichei. Ich wäre gekommen. Joel hatte ich auch sehr gemocht. Er dachte, ich wäre nicht verknallt. Ernsthaft? Ich meine, du siehst gut aus und so, aber du bist nicht mein Typ. Weil ich Asiate bin? Ja, genau das habe ich gemeint. Wo müssen wir denn hier hin, du? So dunkel. Ich hab einen Flosch gehört, einen Flosch. Ach, guck mal hier, du. Geil. Nein, das kann ich hier machen. Ah. Was haben wir hier? Ziemlich daneben. Ein Pilz. Pilz in einem Kinderbereich. Alice im Wonderland. Hatten damals nicht dieselbe Bedeutung. Oh, das mag sein. Ist noch was zum Lesen? Was haben wir denn hier? Oh. Echt? Nichts damit zu tun, wie du gemacht bist, sagte das Fellpferd. Es ist etwas, das mit dir passiert, wenn ein Kind dich sehr, sehr lange liebt. Nicht nur mit dir spielt, sondern dich richtig liebt. Dann wirst du echt. Tut das weh? Fragte der Hase. Manchmal, sagte das Fellpferd, denn es war immer ehrlich. Wenn man echt ist, macht es einem nichts aus, dass es weh tut. Ich weiß, dass du aufgebracht bist. Wollen wir auf diese Weise miteinander reden? Wäre das besser? Okay. Ich wollte dich nicht so hart anfassen. Ich hoffe, ich habe dir nicht wehgetan. Sogar Mamis haben manchmal Angst. Ich bin okay. Ich habe auch Angst. Ich verstehe, dass du wütend bist. Ich vermisse ihn auch. Aber du darfst nicht so schreien. Ich will nur... Ich weiß. Ich liebe dich über alles. Ich werde nicht zulassen, dass dir etwas passiert. Ich liebe dich auch. Na, das passt doch. Wenn man echt ist, dann tut es halt manchmal auch weh. Hast du ein Lieblingsbuch als Kind? Ja, Geisterkrieger. Es geht um Weltraumsoldaten, die gegen... Geister? Alien-Geister. Ach, Alien-Geister. Anscheinend ganz nach deinem Geschmack. Okay, was ist mit dir, Klugscheißer? Nun, meine Mom hatte nur ein Kinderbuch. Das Wurzelkind. Ein Junge verwandelt sich in einen Wald, um sein Dorf zu retten. Okay. Damit es nicht langweilig wurde, hat Mom sich immer ein anderes Ende ausgedacht. Einmal hat der Junge das ganze Dorf sterben lassen. Ich hatte Albträume. Gruselig. Das war echt nett von ihr. Ja, Mom ist ein Schatz. Sie wird verrückt, wenn sie von dem Baby hört. Ja, das glaube ich gern. Geile Story, Bro. Oh. Gott, da sind noch mehr Flaschen wie du. Wow. Was für ein Ort. Das Blut ist noch feucht. Gehen wir wieder zur Straße. Ja. Ja, warte mal. Was ist, wenn ich jetzt hier runtergehe? Komm ich denn wieder da hin? Oder was? Ja, ich muss das jetzt probieren, ne? Oh, Tatsache. Na gut, dann kann ich aber auch hier wieder hoch. Das ist doch schon gut. Und dann geht's back to the streets auf Philadelphia. Wir sind zwar nicht in Philadelphia, aber ist ja egal. Kann ich irgendwas Geiles wieder bauen? Nö, ich habe nicht genug Lumpen. Ich könnte mir Pfeile machen.
Aber nö. Na dann. Nö, zurück. So. So. Muni ist immer nice. Und wichtig. Nee, tauschen will ich nicht. Machete ist schon geil. Die können wir auch weiterhin behalten. Nix drin. Schade. Oh ja, das ist nett. Jetzt habe ich wieder 40 Stück. Das kann man nicht wegmachen. Schade. Achso, kann ich ja nur tauschen. 40 ist schon gut, aber mit 40 kann ich da irgendwas anstellen, weiß ich nicht. Hier, ich habe 30? Ach, ich hatte nur 19, verdammt. Ich kann mit, da kann ich nichts machen mit, okay. Ich muss halt mehr finden, ne, von dem Zeug. Ach du Scheiße, jetzt guck mal, es geht da lang, es geht da lang. Aber da geht's, glaube ich, nicht wirklich lang. Hier geht's nur bis hier und dann ist Ende, ne? Okay, ich kann ja auch nicht rüberspringen. Hier geht's nicht lang. Das ist doch eine Lüge. Wir können außenrum zum Riesenrad gehen. Außenrum? Ich weiß nicht, was du meinst. Naja, wir gehen dreimal rechts um den Block herum, statt einmal nach links. Pass, Junge! Scheiße! Seht nach, ob es Überlebende gibt. Bravo. Warum sehe ich die nicht? Ganz schön stürmisch. Der Rückweg mit dem Boot wird bestimmt nicht einfach. Ich will als Erster bei dem verdammten Strand sein. Du kriegst deine Chance. Okay. Wir alle. Wieder einige im Stoch mit Köter, Alter. Shit. Ich kann einfach nicht treffen, Alter. Das ist zum Kotzen. Als ob. Ja, du steh einfach nur da. Genau so macht man den Shit nämlich. Jetzt haben die mich ja sowieso schon bemerkt, ne? Wollte ich schon mal gesagt haben. Scheiße. Ja. Na, glaub das. Ich kann einfach nicht zielen, ne? Oh, Alter. Ich habe eigentlich gedacht, der erste. Tut mir voll leid, Hundi. Ich habe eigentlich gedacht, der erste hat den Kopf getroffen, aber anscheinend nicht. Hat er irgendwas hier? Manchmal droppen die ja den Shit. Ne, hat er nicht. Müssen wir mal kurz rüberrennen. Ist da oben einer? Lol. Na, pass mal auf jetzt. Ich hab schon wieder vergessen, wie kann ich denn nochmal die... Hä? Oh, ich hab das vergessen, wie kann ich denn nochmal zielen, Alter? Nee. Hä? Achso, mit X, ne? Genau, baller mal auch irgendwo hin, geil. Ich glaube, jetzt dürfte nur noch einer übrig sein. Ne, zwei. Da ist auch noch einer. Wo ist denn jetzt? Okay, das war's mit der Waffe. Mist! Bist du getötet? Nice. Hat er gar nicht getötet. Hier, hier! Hier, hier! Die Schnauze! Und hab dich. So. Es waren jetzt einige, vielleicht habe ich alle hier getötet.
Hier kann man im Schrank rumwühlen, das finde ich immer gut. Aber da ist nichts drin. Das finde ich nicht so gut. Warte mal, hier ist Heilung. Das finde ich wiederum natürlich nice. Sehen, was du kannst. Nicht anschleichen, du kleiner Penner. Na, er ist aber auch gut, ne? Er haut auch einfach nur mit ab. Sonst macht er auch nichts. Hätte... Oh ne, warte mal, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Ich glaube, das war der letzte. Ja. Ja, besser ist er. Ich bin ja fast zurück nach Jackson. Geht mir auch so. Ach komm, ist nichts drin, ey. Ist doch lächerlich. Ich frage mich ja mal, woher die wissen, dass das der letzte ist. Das könnte ja noch irgendwo einer sein. Das sehen die doch gar nicht. Können nun auch nicht alle wissen. Muni ist nice. Jo. Jo. Und jawolli. Das nehmen wir gerne mit. So, dann können wir jetzt hier raus und sind hier drauf. Schön. Warum das hier keine Muni hat, das frage ich mich ja, ne? Aber gut. Okay, jetzt müssen wir mal gucken, wir können auch hier rein. Und ich würde gerne hier rein. Unten drunter kann ich auch nochmal kriechen, da müssen wir auf jeden Fall gucken, was passiert. Denn da kommen wir irgendwo anders hin. Stimmt. Ist nix, Alter. Traurig. Toll. Wow. Ich dachte, wir kommen jetzt hier in einen geheimen Geheimgang, aber naja. Nicht wirklich. Okay, da ist nix. Gut. Gehen wir außen rum. So, ja, wir sind, keine Ahnung, ob wir schon näher am Riesenrad sind oder nicht. Ich sehe es nämlich gerade nicht. Aber wahrscheinlich. Na komm, müssen wir wieder tauchen? Nee, okay. Doch. Ah nee, wir können aber auch einfach schwimmen. Hey, sollen wir zur Brücke gehen, um uns umzusehen? Ja, gute Idee. Wo kommt das auf einmal her? Habe ich nicht gesehen. Naja. So. Dann gucken wir uns hier nochmal kurz um. Auch nix. Schade. Na gut. Dann eben nicht. Also, dass sie sowas nicht automatisch hochklettern können. Das Aquarium gewählt, weil man so verdammt schwer dorthin kommt. Vielleicht. Stimmt. Oh, eine Werkbank. Oh, nett. Ich glaube, ich habe nur nicht genug, um irgendein 26 reicht, glaube ich, für gar nichts. Ne. Brauche ich noch ein bisschen mehr. Aber vielleicht finden wir auch noch ein bisschen was. Dafür bin ich ja hier. Sieht aber nicht so aus. Ja, wobei, hier können wir noch lang. Aber ob man jetzt hier was Geiles findet, ich möchte es fast bezweifeln. Mhm. Ja, wobei. Vielleicht ja auch doch. Ja,
Na gut, noch einen kleinen Snack für zwischendurch. Aber hier ist nichts, was ich gerne hätte. Also so Teile und ne, Erfahrung und sowas. Das wäre halt nice. Scheiße. Zur Hölle kommen wir darüber. Vielleicht über die Straße. Aber das ist ein verdammt weiter Weg. Oder damit. Ja. Schon besser. Na los. Hier lang. The boat is better. Würde ich mal sagen. Versuchen wir es hier. Was hier? Wie gehen wir vor? Oh, nix. Wir murksen die Typen ab und stehlen ihr Boot. Jo. Wir holen uns auf jeden Fall ihr Boot. Und murksen die Typen ab. Ist auf jeden Fall ein valider Plan. Drauf geschissen, Alter. Wenn es 20 Leute sind, dann bringen wir 21 von ihnen um. War kein Problem. Hey, muss man immer gucken. Immer gucken, ob es hier irgendwas gibt. Da wäre was, aber ich bin leider full of things. Ich soll eventuell mal gucken, ob ich dann ein paar Sachen machen kann. Klebeband, ich habe halt... Das kann ich einmal machen, aber Lumpen sind auch nicht voll. Ich benutze das zu selten. Ich finde halt auch nicht die richtigen Sachen, das muss man auch sagen. Ne? Okay, let's go. Ach, guck mal, hier ein Waschbecken. Also wenn man sich da die Hände waschen will, wird es schwierig, ne? Hier ist alles zerstört. Na sowas. Hä? Die Frage ist, wie kommen wir denn jetzt weiter? Ach, hier. Oh, warte, rückwärts. Mitnehmen. Hier ist nichts. Okay. Dann heben wir es mal an, wa? Na, jetzt, wo es schon halb hoch ist, da kommt doch ein Hilf. Hab's. Na los. Einfach loslassen. Es schadet doch nicht. Jela, komm. Wie hat er das gesehen? Macht wahrscheinlich sein fokussierter Blick aus. Braucht gleich alle Hilfe. Shit. Ihr vier, bringt die Landebrücke zum Yachthafen. Der Rest von euch bleibt hier und wartet auf Befehle. Was zur Hölle? Komm schon. Sollen wir warten, während unsere Leute abgeknallt werden? Wir haben Befehle. Toll. Er darf hochklettern, ich nicht, oder was? Kletter hoch jetzt. Mein Gott, was der für Geräusche macht beim Klettern, ne? Jetzt kann ich hochklettern. Ah, jetzt darf ich, natürlich. So, schneller. Okay. Na dann. Verdammte Scheiße. Ellie. Aber da ist unser Boot. Hierdurch kommen wir zum Yachthafen. Nein, wir nehmen das Boot. Du hast sie doch gehört, sie reden über Tommy. Das wissen wir nicht. Wer soll es sonst sein? Wenn er es ist, dann kommen wir ohnehin zu spät. Er ist unterwegs zu Abby, also müssen wir einfach... Wenn er in Gefahr ist? Er kann schon auf sich aufpassen. Scheiße, nochmal. Wenn wir Tommy helfen wollen, dann müssen wir Abby folgen.
Wenn du das machst, rette ich dich nicht nochmal. Ich hoffe echt, du schaffst es. Okay. Getrennte Wege, alles klar. Ist das nicht ein bisschen laut? Kann sie doch die Luft nicht anhalten. Ich weiß ja nicht mal, wo das Boot ist. Hä? Wo ist es hin? Okay. Wäre ja auch zu schön gewesen. Und ciao. Okay. Einmal das und einmal das. Gut, jetzt sind wir hier. Das ist ja schon mal klasse. Von wo sieht man mich denn? Okay, ich denke mal, ich muss da rüber. Hallo, Fisch. Scheiße, ich sehe die so weit gar nicht. Doof. Wo ist er hin? Scheiße. Hier ist nichts. Ne, das ist richtig. Ich würde die gerne irgendwie ins Wasser schmeißen können, dann sieht man die ja nicht. So, der ist schon mal tot. Frage ist, wo ist der andere? Den sehe ich nämlich gerade nicht. Alles gesichert hier. Ah, da hinten, okay. Okay, da ist die. Ich muss halt warten, bis die mir den Rücken zudreht. Als ob. Jetzt geht er hoch. Die mich gesehen, ich war übelst gut versteckt, finde ich. Hey!
Na, jetzt wird einfach nur noch geballert, scheißegal. Schleichen. Lächerlich. Warum schleichen, wenn man es auch einfach nicht tun kann? Das ist halt die Frage, ne? Okay, da haben wir noch einen. Alles klar, aber der dürfte mich hier erstmal nicht sehen, hoffe ich. Hat jemand gute Nachrichten? Hier ist alles sicher. Ah, da hinten, okay. Zwei. Das ist doch scheiße. Ja, scheiße. So, den machen wir schnell. Schnell. Schön. Wichtig. Man sieht nicht so weit. Das ist halt echt scheiße, ne? Wenn wir es nicht zu den Skars schaffen, weil die Skars zu uns kommen. Hä? Hat aber noch einer geschossen hier irgendwo. Arschloch. Von wo? Blockier ihren Weg! Nee, blockier mal nicht, bitte. Ach, da unten. Als ob ich nicht ausgewichen wäre. So. Alles klar. Alrighty. Da kommt noch einer. Okay, jetzt würde ich ja mal sagen, ich mache das einfach mal. Zack, dann ist die nämlich wieder fresh in the tash. Wie viel kommen denn noch? Jetzt ist noch mal langsam gut hier. Meine Fresse, ey. Ah, hier haben wir noch einen Schokoriegel. Geil. Okay, hier sind auf jeden Fall noch welche. Wo? Oh, fuck. Oh, da. Also hier müssen auch noch mehr als einer sein, ne? Ich sag's mal, wie das ist. Als ob der jetzt zu mir kommt, also... So. Oh Gott. Aber echt mal. Da ist das Boot. There it is. Okay, da haben wir noch einen. Das ist der einzige, der noch übrig ist. Okay. Wie, ich bin voll mit Munition für die Schrotze. Ist ja doof. Wir laden erstmal nach, ne? Ganz geschmeidig hier. So, ciao. Okay, ich denke, damit haben wir das soweit erstmal geschafft. Die sind alle selbst schuld, ja? Die hätten ja auch sagen können, ja, hier, nimm das Boot. Haben sie nicht, Pech gehabt. Und damit sind wir dann auch am Ende dieser Folge angelangt. Wir werden mal gucken, wohin uns das Boot führt. Ich bin gespannt, bedanke mich, bis zum nächsten Mal. Haut rein.